auch wenn das natürlich beeindruckend ist, dieser Aufstieg dieser Nation, und zwar schon seit Jahrzehnten schwarz auf weiß festgeschrieben, dieses Buch vom Staatsgründer persönlich. Der große Vorsitzende Mao sagte schon 1956, im Jahre 2001 wird China zu einem mächtigen sozialistischen Industrieland geworden sein. So muss es kommen. Mao hatte echten Weitblick. Wo westliche Firmen nur von Quartalsbericht bis Jahresabschluss planen, wurde China mit jahrzehntelanger Strategie größte Volkswirtschaft der Welt. Hatte logischerweise aufgrund meines Jobs sehr, sehr bald Kontakt zum WDR. Ich habe dort 11 Jahre sehr intime Erfahrungen gemacht, so lange habe ich dort gelehrt. Und am Ende dieser Zeit musste ich mir sagen, WDR ist im Rotfunk. So war es jedenfalls damals. It matters not to you how people suffer. And should they you consider that a gain. You bring a lot of trouble to the town and then you leave. That's part of your communistic game.